Herzlich willkommen, Krypto-Freunde, Investoren und Newcomer. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Start in diese Woche. Wir hatten ein paar Probleme. Mein Internet ging nicht. Ich habe mich so tierisch aufgeregt, bis ich das hingekriegt habe. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt sind wir für euch da. Was haben wir für News? Wir möchten heute mal gerne auf eine Sache eingehen. Die Sparkasse hat sich jetzt dazu geäußert, dass sie gar nicht mehr mit Bitcoin arbeiten möchten, beziehungsweise dass sie Bitcoin gar nicht mehr anbieten möchten für ihre Kunden zum Kauf. Und dass das jetzt doch zum Schutz ihrer Kunden passiert und dass es vielleicht ein Schneeballsystem ist und womit sie nichts zu tun haben möchten. Dass dieser Schwachsinn jetzt wahrscheinlich neue Investoren abhält, davon in Krypto rein zu investieren. Das wird wahrscheinlich passieren, denn Mainstream-Medien, die berichten genau den gleichen Mist. Das sieht man auch an unseren Umfragen, die wir auf den Straßen machen. Die meisten Leute haben keine Ahnung, empfinden das als Scam, empfinden das als Betrug. Und das hält halt viele davon ab, in diesen Kryptomarkt rein zu investieren. Und ja, Leute, hey, wir sollten all unsere Coins verkaufen jetzt. Alle sollen wir jetzt hier reingehen in die Exchanges, unsere Kryptos wieder da reinladen und verkaufen. Bringt ja alles nichts, ist alles nur Schneeballsystem, ist alles nur Schwachsinn, Leute. Wundert mich nicht, dass die Banken Schiss haben und so einen Müll von Informationen dann natürlich verbreiten. Aber darauf gehen wir gleich in dem Artikel ein. Und dann erkläre ich euch auch, was normalerweise passiert. Denn China hat es auch schon mehrfach verboten. Retail-Investoren können zwar keine Kryptowährungen dort mehr kaufen. Aber was macht die Regierung jetzt? Was macht die chinesische Regierung jetzt? Das ist das Verrückte. Aber das gucken wir uns mal gleich an, Leute. Schauen wir aber erstmal, was der Markt gemacht hat. Der Markt hat Pustekuchen gemacht. Wir sind hier von 38.000 auf die 37.000 runter. Kleines bisschen noch eingesackt in die oberen 36.000er Bereiche. Der gesamte Markt folgt Bitcoin so wie immer. Nichts Dramatisches. Gesamte Marktkapitalisierung bleibt fast gleich. Bitcoins Dominanz bleibt auch fast gleich. Der Fear and Greed Index ist von 4 wieder auf Extreme 4 runtergesackt, weil wir diese kleine Korrektur über Nacht jetzt gesehen haben. Also nichts Außergewöhnliches, was hier passiert. Wenn ihr mögt, was ihr hier seht, Leute, dann liked dieses Video. Aller Suplex vom Kram von Schifferstadt. Haut diesen Like-Button mal komplett K.O. Wenn ihr tägliche News zu Kryptos und Hintergrundwissen zu Altcoins haben möchtet, dann abonniert diesen Channel auch gerne. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, dann schaut das Video von vorne bis hinten durch. Das tut dem Algorithmus immer gut und teilt das Video auch gerne. Okay, gucken wir uns mal an. Was hat der Ulrich Reuter hier gesagt? Der Präsident des Sparkassenverbandes Bayerns spricht sich deutlich dagegen aus, den Kauf von Bitcoin aktiv übers Girokonto anzubieten. Nein! Skandal! Drama! Jetzt war's das mit Bitcoin hier. Und das ist halt etwas, worauf er hier reagiert hat, weil die Medien darüber berichtet hatten, dass die Sparkasse eventuell Bitcoin-Kauf über das Girokonto anbieten wird. Er spricht sich hier eindeutig dagegen aus. Kryptowährungen sind keine Geldanlagen, die die Sparkasse ihren Kunden anbieten wollen. Wir wollen das nicht über unsere Beratung oder mittels eines aktiven Angebotes im Online-Girokonto zu unseren Kunden bringen. Wow. Sehr, sehr interessant. Und warum wollen sie das nicht? Es passiert natürlich zum Schutz der eigenen Kunden, kein Bitcoins oder ähnliches anzubieten. Denn Kryptowährungen sind hochspekulativ und erinnern eher an ein Schneeballsystem. Sehr interessant. Wenn man keinen Plan davon hat, was Bitcoin überhaupt ist, dann kann man so einen Schwachsinn natürlich von sich geben. Aber es wird hier weiterhin gesagt. Aktuelle Entwicklung im Kryptobereich beobachten sie aber und nicht jetzt direkt Kryptowährungen, sondern die Technologie, die dahinter steckt, und zwar die Blockchain. Ja, oh, sie wissen auf jeden Fall schon mal, was Blockchain ist, aber sie haben das Ganze noch einmal hier eingegrenzt. Vor allem das, was ihnen interessiert, sind digitale Schuldscheine. Sehr interessant. Das ist wahrscheinlich das Crypto-Lending und die ganzen DeFi-Produkte, die man durch Kryptowährungen nutzen kann. Und das macht den Banken und den Sparkassen natürlich Angst. Warum? Wenn wir bald Minuszinsen haben und die Kunden Geld dafür bezahlen müssen, dass ihr Geld auf der Sparkasse liegt, ja, dann kaufen sie sich doch einfach mal irgendwo ein Stablecoin, packen es in irgendeinem
Staking-Pool oder betreiben Lending damit. Auf jeden Fall nutzen sie irgendwelche DeFi-Produkte, kriegen jährlich 19% drauf, statt das auf der Sparkasse zu lassen und ihr Geld an Wert verlieren, an Geld verliert, aufgrund dessen, dass man dafür zahlen muss, dass es da drauf ist halt, ne? Das ist doch richtig schwachsinnig, was da auf uns zukommt. Und dann ist Kryptowährung halt etwas, was den Banken und den Sparkassen und den ganzen finanziellen Institutionen natürlich richtiger großer Dorn im Auge ist. Ne? Wundert mich nicht. Darum, Leute, die neu auf dem Markt hier sind, die neu in Kryptos investiert haben, hört euch diesen Schwachsinn nicht an. Früher oder später werden auch die das adopten. Da sehen wir international. Dazu, ich hab euch das schon mal gezeigt, das schauen wir uns einfach mal hier wieder an, denn das ist sehr, sehr interessant, was hier gesagt wird. Guckt euch das mal an. Well, here's what always happens. The first thing that happens is they try to go, oh, it's nothing. And they did that. I mean, that's with every new industry, every new technology comes along, the powers that be, the incumbents, the status quo, all say, it's nothing. Don't ignore the man behind the curtain. This is nothing. Okay, er sagt, immer dann, wenn so eine neue Technologie kommt, die den Großen ungefähr, oder die den Großen schaden könnte, sagen sie, ach, es ist nichts, ignoriert es. Und hier werden auch Artikel reingebracht, die das Ganze bestätigen. Hier nochmal, the big banks say, that's ridiculous. The big banks say, no, we can provide real-time cross-border cash movements. Also hier werden auf jeden Fall Artikel nochmal gezeigt, die das bestätigen. Und er spricht dann weiter. And then all of a sudden it's too big to get in there, you know, they're going, oh my God, I got to face this thing. And then they all line up and they wrap their arms together and they say, we're not letting this happen. And then it keeps going. And then they say, okay, well, let's sue them. Er sagt dann halt, ja, dann merken sie, hey, das ist zu groß, als dass wir das ignorieren können, dann bilden sie eine Kette und Arm in Arm sagen sie dann, nein, wir lassen das nicht zu. Und wenn alles nichts ausreicht und wenn es weitergeht, dann fangen sie an, es zu verklagen. Or let's go get the government. There's another thing or, they do. They adopt the technology. I think no, that's at the end. They will adopt no, the technology. No, this is the last thing they do. Jetzt sagt er, ja, und dann verklagen sie es. Hier wird auch die SEC-Klage gegen Ripple hier dargestellt. Und er sagt, ja, dann gehen sie entweder, verklagen sie es oder sie suchen sich Freunde in der Regierung, die dann was dagegen sagen. Und der gute Gary sitzt da und sagt, ja, oder sie adopten es. Sie wenden es an. Er sagt, nein. Das mit der Adoption passiert ganz am Ende. No, it's after, right, it's after the press planning. They plant the press stories, they put out lawsuits, they create as much of a fuss as possible, they try to get their government friends involved, and then they go, oh God, this thing's happening. Und hier wurden auch gerade Artikel gezeigt, währenddessen, wie man früher mal gesagt hat, Ripple ist ein Scam und was weiß ich was. Er sagt, ja, erstmal hauen sie dann irgendwelche Scam-Kampagnen raus mit ihren ganzen Medienfreunden und all sowas, versuchen das runterzureden und dann sagen sie, oh mein Gott, das passiert jetzt wirklich, wir können nicht anders und jetzt werden wir es adopten. Und genau so wird es kommen, so ist es schon in vielen Ländern passiert, das wird auch mit der Sparkasse so passieren und mit Banken auch hier in Europa. Und wenn wir uns mal einfach angucken, BlackRock, 10 Billionen Assets under Management. Fidelity, 8 Billionen Dollar Assets under Management. Charles Schwab, 7,5 Billionen Assets under Management. BNY Mellon, 2,4 Billionen Assets under Management. Was macht Fidelity? Ich habe es letztens berichtet. Fidelity plans US ETFs tied to Metaverse Crypto Industry. Aha, okay. So ein Gigant möchte also im Bereich Krypto rein. Sehr interessant. BlackRock plans a blockchain and tech ETF aimed crypto meltdown. Sehr, sehr interessant. Also die hier 10 Billionen Assets under Management haben, sind auch ganz abgeneigt Richtung Krypto. Ne? Was haben wir? BNY Mellon sees potential for digital assets revenue in 2023. Und was wollen die hier genau machen? Die wollen auch ein ETF, ein Bitcoin ETF starten. Sehr, sehr interessant. Was macht der gute Charles Schwab?
is considering filling for a crypto spot ETF. Während sie versuchen, das herunterzureden, während sie versuchen, das Scam zu nennen, passiert das im Hintergrund. Mega riesen Asset Manager investieren da rein. Banken investieren weltweit da rein. Und was sagen sie uns? Es ist böse, es ist schlecht, macht es nicht. Und was tun sie? Sie gehen selber da rein. Darum lasst euch nicht beeinflussen von sowas. Und was macht China jetzt? Kryptowährung verboten, Miner raus aus diesem Land. China startet landesweites Blockchain-Förderprogramm. Lesen wir uns das einmal kurz durch, das ist ein ganz kurzer Artikel. Das chinesische Amt für Cyberspace hat bekannt gegeben, dass nun die Einbindung der Blockchain-Technologie in 15 Regionen und 164 Behörden innerhalb von Chinas Regierung gefördert werden soll. Die entsprechende Initiative hat zum Ziel, die Blockchain-Technologie flächendeckend in nahezu allen Regierungsbehörden und Wirtschaftsunternehmen zu implementieren. So heißt es in der offiziellen Mitteilung, dass die CAC gemeinsam mit anderen Behörden die intensive Nutzung einer Blockchain-Infrastruktur in den verschiedenen Regionen fördern wird. Dies soll auf breiter Ebene über mehrere Industrien und Branchen hinweg erfolgen, damit ein ganzheitliches Blockchain-Ökosystem entstehen kann. Die Behörden nennen bereits eine Reihe von Städten, Provinzen, Unternehmen und Organisationen, die sich an den zugehörigen Pilotprojekten der Initiative beteiligen werden. Die wichtigsten praktischen Anwendungsbereiche für die Blockchain-Technologie sieht die Initiative unter anderem in Produktion, Energie, Verwaltung, Datenverarbeitung, Markenrecht, Bildung, Gesundheitswesen, Risikomanagement, Außenhandel, Logistik und Wirtschaft. So gut wie in allen Bereichen also. Das, Leute, ist genau das, was der gute Mann uns im Video erklärt hat. Zuerst mal ignorieren Sie es, dann verbieten Sie es. Und wenn Sie merken, es ist zu groß, nachdem Sie alles angezeigt haben und alles fertig gemacht haben, adopten Sie es. Und das ist das, was passiert. Also Leute, tun wir, was Sie tun und machen wir nicht, was Sie sagen. Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Bevor ich hier zum Ende komme, wollte ich nochmal darauf hinweisen, russische Goldreserven erreichen neuen Höchststand und das ist nicht nur in Russland so. Ich habe vor einer Woche einen Artikel gelesen, dass in mehreren Ländern Rekordstände in den Goldreserven notiert worden sind und das, Leute, ist oftmals ein Zeichen, dass sich große Regierungen gegen einen Crash und gegen starke Inflation absichern möchten. Das ist immer ein starker Indikator dafür gewesen und viele, viele Crash-Gurus, die haben uns auch schon gesagt, dass wir in Richtung Weltwirtschaftscrash gehen und ich denke mal, das ist auch wieder mal ein sehr, sehr interessantes Zeichen dafür, was wir nicht ignorieren dürfen. Bitcoin ist, wie gesagt, hier runtergegangen und ich finde es immer wieder faszinierend, dass wir die 13er Fibonacci MA Ribbon hier mehrfach angetestet haben und dort Rejection gesehen haben. Wir haben auch die Trendlinie, die wir hier gesetzt haben, mehrfach angetestet. Und schaut mal, wo finden wir die Korrektur? Genau an der Trendlinie. Das ist mal so richtig, richtig interessant, wie sich der Kurs wirklich anhand der Trendlinie hier hält. Wir sind mehrfach, haben wir den angetestet, von hier aus einmal, zweimal, beim dritten Mal leicht raus, haben wir einmal Schwenker gemacht, runter, wieder angetestet, genau an der Linie gehalten, starke Korrektur nach unten. Was machen wir jetzt? Wir haben genau Rejection hier auch. Fand ich einfach sehr interessant. Ich möchte auch nicht weiter hier auf den Preisschart eingehen, Leute. Ihr wisst, worauf wir warten. Ihr kennt unsere Ausgangsstrategien. Fand ich nur interessant zu erwähnen, dass der sich wirklich schnurstracks an dieser Trendlinie hält. Ne? Wann kommt der Ausbruch? Ich denke mal, wir werden nicht allzu lange warten. Wir werden wahrscheinlich hier in diese Bereiche gehen, wie ich gesagt habe. Dann eine nächste Korrektur sehen, Backtest haben und dann kann es eigentlich losgehen. Aber das wird zermürbend losgehen. Ich glaube nicht, dass das ein direkter Aufstieg nach oben sein wird. Aber schauen wir mal, Leute. Zurücklehnen, Kaffee trinken und dann werden wir sehen, was kommt. Ich wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen Tag, Leute. Und Crypto Heroes out.